Willkommen zurück zur zweiten Halbzeit. Liverpool stößt an. Jetzt erstmal wieder Konchesky. Jetzt bauen sie wieder auf. Maxi Rodriguez war 2006 ein Star bei der WM für Argentinien. Traumtor gemacht. Ist jetzt ein bisschen abgestiegen auf der Karriereleiter. So ähnlich wie bei Milan Baroš. Bau mal ganz oben. EM 2004 Torschützenkönig. Jetzt kennt man ihn gar nicht mehr. Konchesky. Maxi Rodriguez. Kennst du Milan Baroš? Ich ja. Okay, na dann bist du doch noch mit einer der einzigen, der ihn noch kennt. Er war auch mal ganz oben, ist dann abgestiegen. Gibt einige Fußballer. Mane versucht den Ball da zu spielen. Riakos ist aber da. Kriege ich dann bei der WM jetzt auch nicht so die Top-Leistung abgeliefert. Wenn der EM-Quali allerdings läuft. Und Torres, was für ein Fehler! Torres gegen Nemanja Vidic, der Ball hat einfach mal drauf aus 40 Metern. Aber natürlich drüber. Schauen sich das an, was für ein Fehler. Dann kommt er auf einem Nani, spielt einen perfekten Pass zu Torres, seinem Gegenspieler. Unfassbar, aber Torres haut den Ball dann drüber. Perfekt in die Lauf gespielt von Nani zu seinem Gegenspieler. Also, wunderbar. Also jetzt wieder das gleiche Spiel auf der anderen Seite. Wieder ein klasse Pass vom Gegner. Berbatov. Sag mal, spielen die hier zusammen? So, geklärt von Glenn Johnson. Jetzt Pakistan. Eva gegen Coit. Auf Rooney. Klasse gemacht. Glenn Johnson ist bei den Bayern auch zurzeit im Visier. Aber Domenico Cressido ist ja zurzeit ganz hoch im Fokus beim FC Bayern. Berbatov, Nani. Ganz klasse, wie sie jetzt aufbauen. Nani kann den Ball behaupten. Ganz stark auf Raphael. Raphael! Glenn Johnson klärt und Gerrard klärt den Ball mit. Torres, starker Pass auf Maxi Rodriguez, Konterangriff. Maxi Rodriguez, was macht er? Guter Pass auf Lukas, klasse Pass auf Gerrard gegen Van der Sar. Oh, Van der Sar klärt, ganz stark. Und jetzt kommt Owen für Fletcher und Jovanovic für Lukas. So, Gerrard in die Mitte. Der Ball ist eingewechselt, hat uns rausgeschossen mit Serbien. Also nicht rausgeschossen. Serbien hat gegen uns gewonnen bei der Weltmeisterschaft. Eben sein 1:0 für Serbien. Jovanovic auf Torres. Was macht Torres? Ganz stark nach oben zu Skrtel. Ball kommt wieder in die Mitte zu Coit. Aber der Mann, der Südkoreaner, abseits. Kein Abseits. Doch, nicht war Abseits. Ich sag's doch. Ja, schau dich das an, das ist doch ganz klar. Zwei Mann da hinten, ganz alleine. Ganz klares Abseits. Und jetzt kommt Owen Hartley, Schonani, der Ex-Büchner. Naja, werden wir mal sehen, wie es kommt. Maxi Rodriguez. Oh, stark. An dieser Abwehr kommst du nicht vorbei. Da steht Liverpool hinten viel schlechter. Aber der Angriff ist beim Menü zurzeit nicht unbedingt überragend. Owen Hargreaves, Berbatov. Berbatov! Ganz klasse! Oh, Berbatov. Der wäre fast reingegangen. Schaut sich das an, da steht er ganz alleine. Der Herr Berbatov, Dimitar. Und hier sehen wir es, er steht ganz alleine. Ball dreht sich aber noch nach links und deswegen geht er nicht rein. War aber ein schönes Ding. Kann man nicht anders sagen. Baby Reina mit dem Abstoß. Heute, wie kommt denn der den Ball hin? Jetzt Niemandsland, Evra. Schön geklärt von Evra. Angela gibt es den Einwurf. Agger kommt für Kriakos und Anderson fürs Rolls. So, und jetzt wieder Werbatov. Anderson, ganz stark gestartet. Raul Morelles, jetzt. Ah, die Abwehrriegel sind eingebaut bei beiden Teams. Also der Schlüssel steckt noch fest. Evra. Foul, ja. Kann man auch mal eine Karte geben. Hat aber nicht gemacht, der Schiedsrichter. Jetzt nur noch Carragher für Konchesky. Für mich der beste Innenverteidiger bei Liverpool. Skrtel! Er kann ja mit der Hand aufnehmen. War ja mit Kopf. Also gut gemacht für Liverpool. Und jetzt Anderson. Skrtel, ganz stark. Den zwei Mann, Maxi Rodriguez, spielt den Traumpass auf Milan Jovanovic.
gegen Raphael. Viel schneller ist er da. In die Mitte, Anderson. Oh, die Abwehr, also es ist wirklich unfassbar. Die rennen beide an, aber die Abwehr von beiden Teams steht. Ganz starker Pass. Kriegt ihn Torres. Den kriegt er. Aber Raphael ist der junge Mann besser in dieser Situation. Anderson. Juni. Oh, die spielen hier zusammen. Vidic. Vidic. Eva. Juni. Ja, er ist immer noch da, Dominik. Ist doch mit seinem Clevermix beschäftigt. Nein, jetzt habe ich ihn leer gegessen. So, Eva. Schöne Weil Frage. Die mit. Owen, die ganz mit alleine. Owen. Oh, Skretta ist wieder da. Unfassbar. Anderson. Die Mikäse mag ich nicht. 84. Minute. Rooney. Owen. Hargreaves. Die Schuss. Reyna. Wenn man ihn braucht, ist er da. Ganz stark. Abseits. Jovanovic. Immer abseits. Ganz. Das war schon die zweite Situation, wo er einfach nach hinten köpft und er steht wieder im Abseits. Das bringt's. Die Abwehr sind da schon. Aber für Manu ist da schon drauf eingestellt. Genauso wie die von Liverpool. Nach vorne, 86. Die Zeit wird immer knapper. Beide Teams gleich auf. Kannst nicht anders sagen. Keiner hat hier einen Vorteil. Wieder 3-2 war es bei dir. Bei mir geht es wahrscheinlich in die Verlängerung. 88. Parky Sung kann sich durchsetzen gegen Raúl Marelles. Und dann wird er gefoult von Raúl Marelles. Muss gelb geben. Gibt's aber nicht. Sehen wir es nochmal. Oh, ganz, ganz klares Foul. Muss man pfeifen. So, und jetzt packe ich so. Mit der Flanke. Flanke in die Mitte. Und Ferdinand! Das ist das Tor für Manchester United in der 89. Minute. Manchester United zurzeit im Finale des Europacups gegen Real Madrid. Der Traditionsklub. Klasse Flanke, nach einem Standard. Ferdinand ganz alleine da. Wenn er den nicht reinköpft, dann ist es sein Pech. Aber den macht er einfach rein. Dafür hat er einfach diese Klasse, dieser Rio Ferdinand. Mit aller besten Abwehrspieler der Welt. Ausgerechnet der knackt den Riegel von Liverpool. 89. 1-0 Menu. Jetzt muss Liverpool nochmal kommen. Agger. So, jetzt wird's nochmal ganz spannend. So, Agger. So, Maxi Rodriguez. Eine Minute noch auf der Uhr. Jovanovic. Der Ball wird abgefangen von Ferdinand. Torres kriegt ihn nicht mehr. Raphael. Anderson. Vidic. Und das war's. Manchester United im Finale gegen Real Madrid. Das wird wie immer, das Finale wird immer bei Dominik ausgetragen. Also bis dahin. Ciao.